Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch gewünscht, ein Ausrüstungsvideo. Ja, ich zeige euch hier seit Wochen und Monaten, wie ich irgendwelche Ultra-Trail-Runs, Märsche oder einfach Wanderungen auf die Zugspitze mache. Und ihr fragt euch natürlich zu Recht, Junge, was muss ich denn überhaupt mitnehmen, wenn ich da mal Bock drauf habe? Und genau das klären wir in diesem Video. Und zum Schluss beantworte ich noch eure Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Also, dranbleiben! Ziemlich genau so bin ich vor 2 Tagen beim Zugspitz Ultra Trail an den Start gegangen. Wirklich ein ganz normales Outfit mit einem 15 Liter Trail Running Rucksack mit 2 Wander-G-Hiking-Stöcken. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber ich fühle mich immer wie so ein Ninja Turtle. Wow! Lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist natürlich immer abhängig, was für eine Aktivität ihr macht. Bevor wir mit dem Rucksack anfangen, würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Basic Layer. Ja, als Basic Layer habe ich ein ganz normales helles Multifunktionsshirt an und eine leichte Sporthose. Die hier ist jetzt von Nike Trail, die hat hier auch Zipper an der Seite und hinten auch noch ein kleines Arschfach. Wenn ich jetzt natürlich auf eine Wanderung gehe, dann würde ich mir natürlich eine Trekkinghose anziehen, so wie die zum Beispiel. Die hat hier hinten so elastischen Stoff, verschiedene Zipfächer und hier auch noch große Beintaschen, um Akkus reinzupacken, die Kamera oder gegebenenfalls eine Lampe. Man könnte natürlich auch einfach oben anfangen. Als Kopfbedeckung habe ich natürlich immer meine Cappy, ihr werdet sie alle kennen mit. Entweder die oder halt mal eine andere. Hat natürlich einmal den Vorteil, dass man Sonnenschutz im Gesicht hat oder Sonnenschutz im Nacken. Und Leute, wir machen uns nichts vor, sie sieht natürlich auch endlos geil aus oder was. Als weiteren Schutz und als Schal habe ich immer noch ein Buff mit oder wie heißen die Dinger? Schlauchschal, glaube ich. Kannst natürlich auch einfach als Schal benutzen, als Maske fürs Gesicht und dann so in Kombination oder hier rüber oder was weiß ich. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Aber die gute alte Mütze ist mir natürlich immer am liebsten. Ich habe es tatsächlich immer mit auf meinen Touren, aber ich benutze es zum größten Teil, um mir den ganzen Schweiß von der Stirn zu tupfen, Freunde. Habe ich hier immer in meinem Trailrunning-Rucksack hinten drin. Kann ich immer schnell reingreifen, rausziehen, tupfen wie beim Chirurgen. Ja, kommen wir als nächstes einfach zu meiner Regenjacke. Die ist bei den meisten Märschen oder Runs auch Pflicht. Eine lange Regenjacke, die hat eine gigantische Wassersäule. Also da kannst du quasi mit Tauchen gehen und da kommt kein Wasser rein. Die hier ist jetzt von der Bundeswehr, ist ultra leicht und trotzdem super robust. Liebe Grüße dafür, dass ich die nutzen darf. Ja, ich bin super zufrieden, habe ich immer mit dabei. Als wärmende Schicht habe ich hier jetzt einfach ein ganz normales Multifunktionsshirt mit. Ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, da gibt es so Preisspannen von 15 bis 50 Euro. Da ist auf jeden Fall für jeden Geldbeutel was dabei. Und der Vorteil hier, man kann es halt wirklich ultra klein falten und es nimmt keinen Platz im Rucksack weg. Ich habe bei Instagram gefragt, was ihr noch für Fragen habt, was euch denn an der Ausrüstung so interessiert. Und häufig kam die Frage, Junge, was hast du eigentlich immer für Schuhe an? Ich habe Adidas Terrex Freehiker 2 Schuhe an. Ich glaube, das ist eigentlich ein Wanderschuh. Den Schuh finde ich allerdings so bequem, dass ich ihn irgendwie immer anhabe. Egal ob auf Langläufen, auf Straße, auf Ultra-Trail-Runs oder wie beim Stoneman letzte Woche. Einfach mal 60 Kilometer Hiking im alpinen Gelände. Hat natürlich auch den Vorteil, dass der Schuh aus Gore-Tex-Material ist und so kein Wasser reinlässt. Aber wenn es mal richtig doll regnet oder ihr mal in eine Pfütze gegangen seid, dann, Freunde, lässt da auch kein Wasser wieder raus. Das lasst euch mal gesagt sein. Ich würde sagen, als nächstes starten wir dann mal mit dem Rucksack. Das ist, wie gesagt, ein ganz normaler Trailrunning-Rucksack, 15 Liter Fassungsvermögen. Den gibt es, by the way, bei Decathlon. Ich mache jetzt einfach mal Werbung, weil es ist einfach eine Top-Preis-Leistung. Ja? Da kriegst du für 40 Euro wirklich ein super Teil. Ich habe das Ding jetzt auch schon mehrere Jahre. Der hat mich nie enttäuscht. War immer super comfy und passt alles rein, was ich auf meinen Touren brauche. Fangen wir aber mal mit der Ausstattung von dem Rucksack an. Ihr seht es hier schon ganz markant. Ein Trinkschlauch von der 3 Liter Wasserblase auf dem Rücken. Ja, einfach super praktisch, um immer mal dran zu sippen oder um sich Wasser in die Mütze zu kippen, um auch immer einen kühlen Kopf zu behalten, Freunde. Machen wir mal mit den Taschen hier vorne weiter. Ihr habt hier links und rechts jeweils 500 Milliliter Squeeze-Flaschen drin. Ist einfach super praktisch, um das Gewicht nicht nur komplett auf dem Rücken zu haben, sondern auch nach vorne zu verlagern. Und ihr könnt beim Rennen immer mal schnell dran ziehen und euren
Durststillen. Ist immer Geschmackssache, aber ich mache es immer so. Ich habe in der Trinkblase hinten immer nur 1 bis 1,5 Liter Wasser drin. In der einen Flasche hier vorne habe ich immer ein Elektrolytegetränk drin und in der anderen immer ein Getränk, was ich halt präferiere. Cola oder Powerade. Das, was euch halt am besten taugt. Hier vorne in dem Fach habe ich dann immer noch mein Handy, um euch auch immer mit den neuesten Bildern und Stories auf Instagram zu versorgen. Schaut da, by the way, auch gerne mal rein. The Imps, wie auf allen anderen Plattformen auch, Freunde. Ansonsten hat der Rucksack hier vorne auch noch mehrere kleinere Fächer. Da habe ich immer Snacks und Verpflegung drin. Hier zum Beispiel mehrere Gele. By the way, kleiner Tipp, da gibt es auch 10er Packs bei Decathlon. Ist einfach günstiger als die von Powerbar. Ja, ich glaube, da kostet ein so ein Gel 2,50 Euro. Finde ich immer ein bisschen teuer. Die habe ich auf jeden Fall immer dabei. So circa 4 bis 5, manchmal 6 Stück, je nachdem, wie groß die Distanz ist. Auch sehr zu empfehlen und immer dabei sind Salt Sticks. Das sind Elektrolyte-Kautabletten. Schmecken hier jetzt nach Mixed Berry. Da ist alles drin, was der Körper so an Elektrolyten braucht bei einer langen Anstrengung oder einer harten Trainingseinheit. Auch immer mal ein Traubenzucker dabei. Das darf einfach nicht fehlen, ey Leute. Wenn man mal wieder einen kleinen Energieschub braucht, knallt euch einen Traubenzucker rein und ab geht die Luzi. Genau, hier vorne habe ich dann immer noch 1, 2 Müsli-Riegel drin, um einfach schnell ranzukommen, schnell mal was zu kauen, schnell mal den Hunger zu stillen. Wie gesagt, probiert am Renntag oder bei einem Marsch bitte nichts Neues aus. Nehmt einfach das mit, was euch taugt. Ja? Wenn ihr Snickers liebt, knallt euch 10 Snickers in die Figur auf so einem Marsch. Völlig egal. Hauptsache, ihr kommt damit klar. Bei den Gelen muss man sagen, manche kriegen davon immer so Magengrummeln oder Bauchschmerzen, Durchfall manchmal auch. Also macht da keine Experimente am Renntag und nehmt einfach das, was ihr auch wirklich kennt. Kommen wir aber mal zu dem Inhalt von meinem Rucksack. Das ist gar nicht so spektakulär. Ich habe tatsächlich immer gar nicht so viel mit. Hier hinten sehr markant. Auf jeden Fall erstmal meine beiden Nunchakus, die ich dabei habe. Und hier hinten, wie angesprochen, habe ich das Buff immer drin, um zu tupfen. Einfach, dass man schnell rankommt. Bei den Stöckern, bei den Nunchakus, bei den Schwertern, muss man sagen, da gibt es auch gigantische Preisspannen. Ich bin bei meiner Ausrüstung aber tatsächlich immer ein Fan davon, das so günstig wie möglich zu halten, aber trotzdem eine relativ gute Qualität bzw. einfach eine Top-Preis-Leistung zu haben. Die hier haben jetzt 12 Euro pro Stück gekostet, sind ultra leicht, sind schwarz und tun genau das, was sie sollen. Sie sind teleskopierbar auf verschiedene Größen und reichen vollkommen. Da gibt es auch welche irgendwie, die kosten 250 Euro. Tut mir leid, Freunde, bei allem Respekt, aber weiß ich nicht, wofür man Wanderstöcke für 200 Euro braucht. In dem ersten kleinen aufgesetzten Fach habe ich immer so die Technik-Ecke, sage ich mal. Hier habe ich eine Stirnlampe drin, die ist auch bei den meisten Rennen Pflicht, sofern man nachts startet oder nachts ankommt. Natürlich immer noch Ersatzbatterien dabei und eine kleine Powerbank habe ich persönlich auch immer noch dabei, um meine GPS-Uhr zu laden oder gegebenenfalls mal mein Handy. Im zweiten Fach dann sozusagen meine Hausapotheke. Hier habe ich einfach noch mal ein paar Riegel, ein bisschen was zu kauen, ein paar Elektrolyte-Brausetabletten, um die in Wasser aufzulösen und wirklich noch einfach ein paar verschiedene Gele, verschiedene Geschmacksrichtungen, je nachdem, auf was ich gerade Bock habe. Im Rückenfach natürlich ganz markant zu sehen, die 3 Liter Trinkblase, die ist hier hinten. Wenn das Wasser frisch und kalt ist, kühlt ihn den Rücken natürlich. Ja, wunderbar, richtig schön angenehm bei heißen Sommertagen. Aber Leute, was tut der Rücken? Schwitzen, warm werden. Was passiert also mit dem Wasser da drin, wenn ihr lange unterwegs seid? Es wird richtig schön pisse warm. Ja, hier hinten im Hauptfach, hier habe ich auch noch ein bisschen Kamerazeug. Hier zum Beispiel den Brustgurt von meiner GoPro. Da ich das Ganze natürlich auch immer dokumentiere und filme für euch. Meine GoPro ist hier natürlich auch drin. Das ist die GoPro Hero 11 mit einem Media Mod, einfach mit einem kleinen Richtmikrofon, dass die Soundqualität einfach für euch auch besser ist. Ansonsten ist hier gar nicht mehr viel drin. Auch Pflicht bei den meisten Laufveranstaltungen. Handschuhe, da ist ja die Regel, dass jede Körperstelle bedeckt sein muss. Deswegen habe ich hier ganz leichte, billige Baumarkthandschuhe. Ich glaube, haben Euro gekostet, aber die sind einfach ultra leicht. Da gibt es nichts, was drüber geht. Habe ich aber auch noch nie gebraucht. Als nächstes wieder Geschmackssache. Aber ich habe sie immer gerne dabei, eine kleine, leichte, dünne Ersatzunterhose. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, falls man sich mal einen Wolf läuft, falls man mal in Platzregen kommt und man die ersten 5 Kilometer schon komplett nass ist, kannst du dir einfach schnell eine neue Unterbuchs anziehen und neu angreifen. Wenn man nasse Klamotten hat, ist es einfach absolut scheiße, darin zu laufen.
Finde ich zumindest. Kommen wir nun zum letzten Teil in meinem Rucksack. Und das ist auch eins der wichtigsten. Das ist das Medikit. Ja, ich habe das hier ein bisschen aufgewertet. Das hier habe ich jetzt gesponsert bekommen vom Zugspitz Ultra Trailer. Konnte man sich das irgendwie mal umsonst abholen? Das sage ich nicht. Nein, umsonst ist immer gut. Ja, hier ist zum einen ein Poncho-Liner drin, ein dünner. Eine Rettungsdecke. Einfach damit man nicht unterkühlt, falls einem wirklich mal scheiße geht. Eine kleine Mullbinde. Mehrere diverse Pflaster in verschiedenen Größen, eine Kompresse. Ich habe tatsächlich auch noch nie in meinem Leben eine Blase am Fuß gehabt. Aber für Freunde nehme ich immer mal mit 2 Blasenpflaster. Eine Packung Tempos, falls das Schokoauto mal hupt. Einweghandschuhe. Plus ich habe in der Regel immer einen weiteren mit, wo ich denn richtig schön vorm Rennen in Top-Vaseline greife. Das Umklappe, Zugknote, so habe ich immer ein bisschen Vaseline für den Poppes dabei, falls man sich mal wieder an Wolf läuft. Freunde, an dieser Stelle schaut gerne das Video zum Stoneman Hike. Wolf, Poppes eincremen, das sind so Stichwörter, da könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist einfach ein kleiner Tipp an dieser Stelle, ja, das nimmt nicht viel Platz weg, das wiegt nicht viel, das kann man immer mal dabei haben. Und wenn man wirklich mal ein Problem hat, dann kann man sich die Stelle einschmieren und dann läuft es aber auch wieder. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen, die GPS-Uhr, die auch bei den meisten Veranstaltungen Pflicht ist. Einfach auch aus Sicherheitsgründen, weil man sich hier natürlich die GPX-Dateien raufladen kann und somit auch im schweren Gelände navigieren kann. Ja, also irgendwie habe ich mich ein bisschen verlaufen. Ich meine, es ist vom Ding her nicht schlimm. Ich glaube, hier ist der Weg zurück. Ich bin noch ein bisschen weit weg vom eigentlichen Weg. Das auf jeden Fall auch Must-Have, finde ich, bei Märschen dieser Dimension. Muss man auch wieder wissen, was man da bereit ist für auszugeben. Das hier ist jetzt eine Garmin Fenix 5 oder 6 Plus. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es steht hinten drauf. Eine Fenix 5 Plus. Ich glaube, die hat man irgendwie so um und bei 500 Euro gekostet. Ist natürlich eine Menge Holz, aber es gibt von Garmin auch schon Topmodelle für 200, 250 Euro. Schaut da einfach mal, was ihr braucht und was ihr euch auch leisten könnt. Wie schon angesprochen, gibt es natürlich bei verschiedenen Läufen verschiedene Dinge, die ihr benötigt, mit denen ihr auch an den Start gehen müsst. Wie beim Zugspitz Ultra Trail zum Beispiel, eine Stirnlampe solltet ihr nachts starten. Das erste Hilfe-Kit. Lange Schicht Klamotten. Hier natürlich immer die Alternative, dass ihr Arm- und Beinlinge tragt. Schützt natürlich auch nicht so wie eine vollwertige Jacke. Müsst ihr euch halt vor eurer Tour, vor eurem Run immer informieren, was ihr mitnehmen müsst, was ihr mitnehmen wollt und was ihr vor allem auch habt. Nicht zuletzt ist das ganze Ausrüstung Thema ja auch immer eine Budgetfrage und da kann man wirklich richtig geldlos werden, wenn man es dann drauf anlegt. Da sind wir schon beim letzten Teil vom Video angekommen. Ihr hattet bei Instagram die Möglichkeit, mir Fragen zur Tour und zu meiner Ausrüstung zu stellen. Und da habe ich mir jetzt einfach mal die besten Fragen rausgesucht, die ich jetzt beantworten werde. Foto- und Videoausrüstung würde mich interessieren. Ja, da bin ich jetzt ja schon leicht drauf eingegangen. Abhängig davon, was es für eine Tour ist, ob ich mit dem Fahrrad fahre, ob ich eine Hiking mache oder ein Run, packe ich halt meinen Equipment-Koffer sozusagen. Ja, manchmal nehme ich die GoPro nur mit, manchmal GoPro mit Drohne. Je nachdem, wie anstrengend die Intensität ist und wie lohnenswert das Bildmaterial ist, nehme ich auch die große Kamera mit. Ist natürlich immer ein Klopper, den man immer in der Hand hat, was natürlich auch ein bisschen Gewicht ist. Dazu muss man dann natürlich auch wieder mehrere Akkus mitnehmen und es ist halt dann einfach sehr viel Zeug, was man zusätzlich mitschleppt. Für die, die es interessiert, ich habe die GoPro Hero 11 Black mit einem Media Mod, einfach um einen besseren Ton zu haben. Und als große Kamera benutze ich die Sony Alpha 7 IV mit einem DJI Lavalier Mikrofon oder mit einem Rode Richtmikrofon. Meine Drohne DJI Mini 3 Pro, heißt sie so. Ja, ist auf jeden Fall ein Top-Teil, macht super Aufnahmen, stabil in der Luft und ist einfach preis-leistungstechnisch auf jeden Fall mein Favorit gewesen. Verpflegung würde mich sehr interessieren. Wie viel hattest du dabei und wie viel von extern? Ich mache das auf meinen Touren immer so, dass ich mir so viel einpacke, dass ich durchkomme. Aber wenn es auf dem Weg was gibt, was weiß ich, mal eine Pommes, Kaiserschmarrn, mal ein kleines Stück Kuchen. Wenn ich da Bock drauf habe, dann hole ich mir das. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann hole ich mir das halt nicht. In der Regel habe ich aber immer auf jeden Fall Gele und Müsli-Riegel dabei. Traubenzucker und Kaugummis dürfen bei mir natürlich auch immer nicht fehlen. Bei Getränken sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Je nachdem, was ich für eine Tour mache, zum Beispiel beim Stoneman, wo ich nicht hundertprozentig sicher war, wo es überall Frischwasserquellen gibt, packe ich mir immer richtig viel Wasser hinten rein. Da mache ich die 3 Liter auch voll hinten auf dem Rücken und vorne auch nochmal den 1 Liter. Einfach damit ich dann auf der sicheren Seite bin. Ja, dann habe ich zwar ein bisschen mehr Gewicht, aber ich habe immer was zu trinken. Beim Zugspitz Ultra Trail gab es absehbar alle 10 Kilometer Verpflegungspunkte. Da habe
habe ich denn nur 1 Liter hinten drin und 1 Liter vorne dran mit Mischgetränken. Das reicht mir denn immer. Die nächste Frage, die höre ich auch relativ oft und es ist auch eine sehr wichtige Frage. Woher nimmst du deine Motivation? Und das ist ganz einfach. Ich habe ganz einfach die Einstellung, dass dieses Leben nicht unendlich ist. Ihr habt nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde und ich für meinen Teil möchte die mit so viel Erinnerung wie irgendwie möglich vollstopfen. Es geht mir dabei gar nicht drum, hier immer irgendeine geile Medaille nach Hause zu bringen. Absolut nicht. Aber es geht mir darum, die Dinge zu machen, Erinnerungen zu schaffen, neue Menschen kennenzulernen, andere Städte zu bereisen. Ich denke einfach, dass mich das am Ende meines Lebens glücklich machen wird, wenn ich über diese Dinge nachdenken kann, was es für eine geile Zeit war. Natürlich ist die ein oder andere Sache, die ich mache, ultra anstrengend, keine Frage. Aber indem ihr euch selber challenged, lernt ihr euch ja auch selber erst kennen. Wie weit kann der Körper gehen? Wann ist Schluss bei mir? Wann klappe ich zusammen? Wo habe ich mein Tief? Wann kommt das nächste hoch? Für mich ist das ultra wichtig. Ich will einfach keine Wurst sein, die nicht weiß, wo die Grenzen sind. Wobei ich aber auch ehrlich gestehen muss, dass es in meiner Welt gar keine Grenzen gibt. Alles, was man sich vornimmt, egal ob es spontan mal ein Zugspitz-Ultra-Trail ist, den Stoneman, den wir jetzt vor 2 Wochen gemacht haben, die Finnland-Tour, 300 Kilometer durch die finnische Nacht. Also das sind Sachen, da muss man sich nicht drauf vorbereiten. Das muss man hier oben wollen. Und das ist das A und O. Wenn du das hier oben willst und hier oben schon durchgespielt hast, das Spiel, dann schaffst du das auch zu 100%. Mit einem guten Training und guter Vorbereitung macht man sich das natürlich einfacher. Und man kann die Leistung schneller wieder abrufen, die Generationsphasen sind kürzer. Aber das Schaffen an sich, das passiert hier oben mit einem gesunden Mindset. Nichts anderes brauchst du. Keine Frage, aber mir gefallen die letzten Videos. An dieser Stelle, da kommt mir fast ein bisschen Pipi in die Augen wieder. Vielen Dank für euer Feedback, für euren Support in letzter Zeit. Es ist wirklich großartig, wie ihr mich da unterstützt. Ihr lasst immer ein Like da, wir werden immer mehr. Also helft mir auf jeden Fall schon mal die 500 Abonnenten auf YouTube voll zu machen. Da wäre ich sehr dankbar drüber. Und so Gott will, wird das hier irgendwann mal eine richtig dicke, fette Community. Ich habe auf jeden Fall richtig Spaß dran, so eine Videos zu machen, um mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Ja, kommen wir zur letzten Frage. Wie wäscht man sich auf dem Berg die Hände, wenn man sich gerade den Arsch eingecremt hat? Was soll ich sagen, ne? Wegschnüffeln und ablecken, dann ist der Finger wieder sauber und weiter geht die Tour. Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch einen kleinen Einblick und einen kleinen Überblick auch gegeben, was ich so auf meinen Tour mitnehme, beziehungsweise was ihr für eure Touren auf jeden Fall dabei haben solltet. Wenn ihr noch Anregungen habt, was ich bei den nächsten Touren mitnehmen sollte oder was eigentlich Blödsinn ist und ich weglassen kann, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Abo da, kommentiert gerne und wir sehen uns beim nächsten Video. Das wird übrigens der Zugspitz Ultra Trail sein, wo ich 45 Kilometer auf die Zugspitze raufgerannt bin. Naja, mehr oder weniger zumindest. Also, schaltet da auf jeden Fall gerne wieder ein. Das kommt nächsten Sonntag, 9 Uhr. Ciao.